so wünsche ich mir das. So, hallo und herzlich willkommen zu diesem zweiten Video auf meinem Kanal. Ich fahre eine Kawasaki ZX9R aus dem Baujahr 2001 mit 144 PS und habe mir überlegt, ich fahre sehr gerne, ich fahre seit einem Jahr, habe die Maschine jetzt auch seit einem Jahr und habe überlegt, ich habe Bock am Fahren, ich mag es Videos zu machen, guckst du doch mal, ob du nicht mal ein paar Motovlogs machst. Ich hoffe, dass was mit dem Ton jetzt läuft. Ich habe ein externes Mikrofon an meiner GoPro Hero Session 5 und hatte dann in den letzten Tagen viele Probleme mit dem Adapter auch, den man braucht, damit es geht. Oh, ich hasse diese Ecke. Hier ist einfach immer Stau. Ich werde mal nicht klarkommen. Ich bin gerade auf dem Weg zu der Werkstatt meines Vertrauens, weil, wie man sehen kann, was man nicht sehen kann, mein Helm, wie sie beschlägt gerade. Wie man sehen kann, funktioniert mein Tacho nicht richtig. Oder gar nicht, nur die Drehzahlanzeige. Was war das jetzt? Ich könnte natürlich einfach anrufen und einen Termin machen. Aber das Wetter wird halt auch schon wieder. Ach so, okay, alles klar. Nehmen wir uns jetzt einfach Vorfahrten. Das Wetter wird natürlich auch schon wieder besser, also kann man auch schon wieder fahren. Meine Maschine ist das ganze Jahr lang angemeldet. Ich bin auch das ganze Jahr gefahren. Sei es nur zur Arbeit, was hier direkt bei mir in der Stadt liegt. Das ist irgendwie ein Weg morgens von 15 Minuten. Das ist, glaube ich, ungefähr 5-6 Kilometer durch die Stadt. Das ist jetzt halt auch nicht das Geilste, aber im Winter bis minus 3 Grad bin ich immer gefahren. Das eine Mal bis minus 5, aber weiter geht auch nicht mehr. Das zieht dann durch die Klamotten, durch die Kälte. Ich fahre mal hier lang. Ja, und ich will mal gucken, ob ich einen Termin bekommen kann, dass die mir mal meinen Tacho wieder einstellen, beziehungsweise wieder reparieren, dass ich überhaupt meine Geschwindigkeit sehen kann. Ich muss derzeit nach Drehzahl fahren. Ich kenne die Maschine jetzt eigentlich auch schon relativ gut, weiß dann, wie schnell ich bei welcher Drehzahl bin. Innerorts zum Beispiel dritter Gang, 3.500 Umdrehungen sind ungefähr 55 bis 60 km/h. Ja, die Kawasaki ist eigentlich Serie schwarz-rot, war sie bis letztes Jahr auch noch, bis zum Winter. Da habe ich mir dann ein kleines Projekt einfach vorgenommen für den Winter, eine Zeit, wo ich Urlaub hatte, so über Weihnachten und so, wo ich eh nicht fahren wollte, weil ich dieses Projekt umsetzen wollte. Ich meine, Weihnachten waren auch trotzdem 13 Grad und sowas. Also ein besseres Wetter als teilweise jetzt. Ich weiß gar nicht, was wir heute haben. Ich glaube aber auch so in dem Dreh 13 Grad. Naja, auf jeden Fall habe ich da dann mich ein bisschen informiert und war noch letztes Jahr auf der Essen Motor Show. Und habe mich dann auch da nochmal ein bisschen über informiert und habe mir im Endeffekt von Folidip, vielleicht kennt es ja jemand, ein Starter-Set gekauft. Also so ein Set für eine voll verkleidete Maschine und hat sie schwarz-matt gemacht, bis auf die Felgen. Die sind immer noch rot. Ach, guck an, jetzt geht mein Tacho wieder. Guck, 3000 Umdrehungen, 55 km/h. Ja, man sieht es hier so ein bisschen noch überall. Ich habe überall noch ein paar Überreste, die ich noch wegmachen muss. Kann man relativ gut einfach wegwischen, sage ich mal, ein bisschen abreiben. Genau, habe ich die Maschine schwarz matt foliert. Ich habe jetzt noch bestellt so ein paar Kleinigkeiten. Ein paar Blinker liegen schon bei mir zu Hause noch. LED-Laufblinker und rote Bremshebel, weil ich einfach dieses, also ich will es schwarz behalten und rote Akzente setzen, sowas wie die Felgen. Ein paar rote Bremshebel, die Fußrasten habe ich auch überlegt, ob ich die nicht noch rot machen soll.
Und ich habe noch auf der ersten Motorshow gekauft ein Wassertransferdruck-Starter-Set. Habe ich aber noch nicht benutzt oder ausprobiert. Das liegt immer noch mit Carbonfolie rum. Da könnte ich natürlich dann auch mal so ein paar rote Carbon-Akzente setzen. Das wäre natürlich auch mal was. Habe ich eigentlich noch vor. Ich müsste eigentlich nur mal eine Farbe kaufen zum Grundieren. Weil aktuell habe ich nur schwarz da. Und schwarzes Carbon auf schwarze Farbe ergibt natürlich absolut keinen Sinn. So. Genau. Ich komme, wie man hier an den Kennzeichen schon sehen kann, aus Lüneburg. Lüneburg liegt ungefähr 40, 45 Kilometer von Hamburg entfernt. Wir sagen noch, aus dem Norden kommen wir. Manche beschweren sich darüber, dass wir das schon Norden nennen oder noch Norden nennen, oder wie man das so sehen will. Wir verlassen jetzt auch gleich die Ortschaft Lüneburg, haben dann noch ein paar Kilometer Überland vor uns und sind dann bei meiner Werkstatt des Vertrauens. Der hat übrigens, ich bin eigentlich witzigerweise, bin ich eher so der Supermoto-Mensch, also ich hätte eigentlich eher Bock, eine Supermoto zu fahren, bin ich aber noch nie gefahren. Und er hat eine Aprilia Duro 690 da stehen. Die will ich auch noch mal testfahren und mal gucken. Ich habe jetzt auch gesehen, von SWM gibt es da eine, ich weiß gar nicht, wie groß die jetzt ist, soll eigentlich baugleich mit der Husqvarna SMS, glaube ich, sein. Und der nächste ist hier, ich glaube, eine Stunde oder anderthalb entfernt. Da habe ich dann auch schon überlegt, wenn ich mal einen Tag frei habe, ob ich da nicht mal hinfahre und die Karre einfach testfahre. Irgendwie Bock habe ich ja schon, sowas zu fahren. Die habe ich gekauft, weil sie einfach günstig war. Ich hatte so ein bisschen Geld immer auf die Seite gelegt. Und dann wurde sie vorletztes Jahr halt angeboten auf Facebook für 3.100 Euro, glaube ich. Was voll in meinem Budget lag. Da habe ich gedacht, ja komm, sieht geil aus, bin vorbeigefahren. War auch alles gut. Er hat sie verkauft, weil er keine Zeit mehr hatte dafür. Hat mir erzählt, was er so dran gemacht hat von der Werkstatt her. Ich habe die Werkstatt angerufen. Das war alles legitim, also die haben mir das bestätigt, dass sie halt dann auch wirklich die ganze Zeit lang nur rumstand. Dann habe ich den auch runtergehandelt ein bisschen auf 2,8 glaube ich. Ja, habe ihm das Geld gegeben und gesagt, komm, bring vorbei. Da hatte ich leider den Führerschein noch nicht, also es war eigentlich gar nicht mal so ein schlauer Verkauf. Na, was ist hier los? Was S? Eine Karre kaufen, ohne sie test zu fahren und sowas, war halt auch Winter. Okay, war ein bisschen blauäugig, aber es hat alles funktioniert, war alles gut. Ich bin auch voll zufrieden mit der Maschine, macht höllisch viel Spaß. Bis auch gerade, wo ich einfach das Tacho nicht mehr habe, was ein bisschen nervt. Ein paar Kleinigkeiten musste ich auch schon erneuern, sowas wie die Dichtung an der Gabel, weil die einfach undicht waren. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich repariere das immer lieber gleich, da weiß ich immer, ich bin safe, wenn ich fahre. Und kann dann auch unbeschädigt fahren. Ja, auf der Maschine ist, habe ich noch gekauft, auch ein Sportpod drauf von Boss oder Bos, keine Ahnung, BOS. Der DB-Killer ist noch drinne. Ich finde den Sound aber so auch ziemlich nice und er wiegt ja jetzt ab. Und habe eigentlich schon mal überlegt, den mal rauszunehmen, einfach mal so als Referenzvergleich, weil viele einfach sagen, okay, ganz ruhig Leute, weil viele einfach sagen, wenn ich so auf sie zufahre, was ja auch einigermaßen logisch ist, wenn ich auf sie zufahre, hören sie halt gar nichts von dem Motorrad. Ne? Ich kann da, ich sage jetzt mal mit 280 anknallen, das würden die gar nicht mitbekommen, erst wenn ich an denen vorbeifahre, so gesehen der Auspuff in deren Richtung zeigt oder auch wenn ich irgendwo auf dem Hof fahre oder so. Scheint so, als wäre die Maschine echt leise. Viel zu leise.
mal gespannt, wie das jetzt hier auf dem Video rüberkommt. Und mal gucken, also ich habe jetzt meine GoPro Hero 5, habe ich ja schon gesagt, habe hier so ein 11 Euro Lavalier-Mikrofon von Beefy, also nicht das Essen, die Marke, drinne. Wie gesagt, hatte viele Probleme und hoffe, es geht jetzt. Bin mal gespannt über den Ton. Irgendwie muss ich die GoPro immer von der App aus starten und sagen Standardmikrofon, weil sonst habe ich gar keinen Ton. Und ja, mal gucken, ob es jetzt endlich geht. So, was ist mit euch? Er will da lang. Gut. Würde ich sagen, beende ich mal das erste Video damit. Ich bin nämlich jetzt da. Und werde mal gucken, was für mein Händler, meine Werkstatt so erzählt. Und ob ich das mit meinen Arbeitszeiten vereinbaren kann. Und, oh Gott, diese Schlaglöcher hier. Anscheinend wird hier auch gerade umgebaut. So, damit verabschiede ich mich das erste Mal in meinem ersten Video. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.